So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir grüßen aus der Gaetaner Nikolaikirche zu unserer Andacht am Karfreitag. Lasst uns beten. Unerforschlicher Gott, dein Sohn hat nach deinem Willen den Fluch des Kreuzes auf sich genommen. Und so hat er die Macht des Verderbens zerbrochen. Erwecke uns durch seinen Tod zum Leben. Das bitten wir durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Mein Gott,
warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und sie hofften auf dich, und du halfst ihnen heraus. Sie schrien zu dir und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schande. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist mir nahe, denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Das Evangelium für den Karfreitag steht bei Johannes im 19. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Pilatus überantwortete Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber
und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht, der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus aber antwortete und sprach, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil. Dazu auch den Rock, der aber war ungenäht, von oben angewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die da sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, sprach er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus schon wusste, dass alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn auf ein Üserbrohr und hielten ihn den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe sei, er liebt uns ohne.
Der für den Karfreitag vorgeschriebene Predigttext steht im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Der Herr segne an uns dieses sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, am Karfreitag schauen wir auf das Kreuz. Wir hören, wie Jesus gekreuzigt wurde. Was sehen wir, wenn wir Jesus am Kreuz sterben sehen? Wir sehen Leid. Elend der Kranken, der Sterbenden, die Not der Flüchtlinge, das Leid der Opfer von Gewalt und von Terror, der Opfer von Neid, Missgunst, von Mobbing. Wir sehen die Einsamkeit des Leides. Jesus leidet allein, alleingelassen von der großen Gemeinde seiner Fans, alleingelassen von seinen Freunden und alleingelassen von Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir sehen das Verbrechen. Das war ein Komplott. Menschen, die sich sonst nicht erriechen konnten, wurden sich plötzlich einig und sagten, Jesus muss weg. Konkurrierende, rivalisierende Lokalherrscher wie Herodes und Pilatus wurden über den Prozess von Jesus zu Freunden. Und es verschlägt uns die Sprache, wozu Menschen fähig sind. Fähig, anderen Menschen gegenüber Leid auszuüben, Gewalt auszuüben. Fähig,
dieses Leid zu produzieren. Wir sind erstaunt darüber. Das sehen wir, wenn wir auf das Kreuz schauen und wir sehen, dass dieses Kreuz ein Mahnmal ist, ein Mahnmal des Leidens, der Not und der finsteren Möglichkeiten, die in uns Menschen drinstecken. Aber der Glaube sieht mehr. Wir haben als Geithainer eine Partnergemeinde in den Niederlanden, in Hengelo. Und wir kamen ins Gespräch über den Karfreitag. Und der Karfreitag heißt auf Niederländisch Goedevrijdag, also guter Freitag. Der Glaube sieht in diesem Leid, in diesem Kreuz etwas Positives. Er sieht die Überwindung der Trennung von Gott. Er sieht die Überwindung von Sünde. Am Kreuz geschieht Vergebung. Natürlich ist dem oft widersprochen worden. Muss denn das sein, dass der Sohn Gottes leidet und stirbt? Was für ein brutaler Gott muss das sein? Geht das nicht leichter, die Vergebung von Schuld und Sünde? Ja, liebe Gemeinde, was ist das Schwierige daran? Es geht ja nicht um einen Geldbetrag, dem der eine den anderen schuldet. Und der eine hat Schulden, der andere hat viel Geld. Und der Reiche sagt, reden wir nicht darüber. So einfach ist es nicht, denn Schuld ist nicht nur eine Frage von Geld und Vermögen. Schuld ist eine Frage der Persönlichkeit. Sie ist persönlich. Wir glauben, dass Gott die Welt ins Leben gerufen hat, die Menschen geschaffen hat, ihnen das Leben geschenkt hat und dass er erwartet, dass wir Menschen ihm die Ehre geben, dass wir seine Gebrauchsanweisung dieses Lebens anerkennen. Gott liebt uns und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir seine Liebe erwidern. Aber Gott will keine Sklaven, keine Duckmäuser. Deswegen hat er uns die Freiheit geschenkt. Als Zeichen seiner Liebe, er weiß, dass Liebe nur mit Freiheit funktioniert, hat er uns diesen freien Willen geschenkt. Und zu diesem freien Willen, zur Freiheit, gehört auch dazu, dass wir ihm den Rücken kehren können. Und wir, die Menschen, die Menschheit und wir als Personen, nutzen diese Freiheit immer wieder so. Wir kehren ihm den Rücken. Wir verlassen damit die Quelle des Lebens und wählen in unserem Wahn, frei zu sein und viel zu gewinnen, wählen immer wieder den eigenen Tod, die Gottesferne, die Trennung, die Sünde. Wie soll ein liebender Gott reagieren? Diese persönliche Rebellion lässt sich nicht einfach so wegwischen. Mir hat jüngst ein Mensch eine Geschichte erzählt. Da ist einer an dem anderen schuldig geworden, hat dummes Zeug über ihn erzählt und ihm Böses an den Kopf geworfen. Und am nächsten Tag steht er vor der Tür und sagt, vergessen wir den Streit von gestern, in der einen Hand ein Strauß Blumen, in der anderen Hand eine Schachtel Pralinen. Was willst du? Doch der im Herzen Verletzte sagt, ich bin verletzt und will weder deine Pralinen noch die Blumen. Sie können die Wunden nicht heilen, die deine Worte mir zugefügt haben. Und immer wieder habe ich das erlebt, dass gerade Menschen, die Opfer von Gewalt, von Übergriffen wurden, diese Verletzung ihrer Person, ihrer Persönlichkeit nicht verwinden können. Und so geht Gott mit seiner ganzen Person in diese Sünde hinein. Er nimmt sie auf sich. Das heißt, er opfert sich. Und er
bringt als Person dieses Opfer. Und damit nimmt er sich mit seinen Ansprüchen als Gott ernst. Und damit nimmt er uns ernst, die wir uns wiederholt und immer wieder gegen ihn aufgelehnt haben. Und diesen Widerspruch, den trägt er am Kreuz aus. Er wird der Situation gerecht. Es kostet ihn das Leben. Aber damit schließt er Frieden durch seine Person, die er dieser Zerreißprobe am Kreuz aussetzt. Und das ist nun das Zweite, was uns heute aufgetragen wird. Dieser Friedensschluss am Kreuz geschehen, der soll jeden erreichen. Diese Bitte. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Jeder Christ soll das weitergeben. Er soll diese Einladung weitergeben. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und bitten, lass das, was am Kreuz geschehen ist und ganz allgemein gilt, lass das auch in deinem Leben Wirklichkeit werden. Lass es geschehen, lass an dir geschehen, was Gott an dir tun will. Öffne dich diesem Friedensschluss und schließe Frieden mit ihm. Lass es geschehen, dass er dich mit seiner Liebe einholt. Lass diese Versöhnung in deinem Leben Gestalt gewinnen. Dazu lädt uns Jesus Christus am Kreuz ein. Amen. Es war noch nie so dunkel, nie so kalt, ein Kreuz auf einem Hügel. Starres Schweigen, Hohn und Spott, die Liebe stirbt an Gleichmut und Gewalt und flüstert leise Worte. Warum bist du fort, mein Gott, schuldlos schuldig und verraten? Hängst du zwischen Gott und Welt, bist in unseren Krieg geraten und machst Frieden, der ewig hält. Du stürzt an satte Überheblichkeit, an tausend schalen Träumen einer selbstgerechten Welt. Du stürzt an stolzer Gottvergessenheit, an selbsterdachten Zielen, falschen Wegen ungezählt, schuldlos schuldig und verraten, hängst du zwischen Gott und Welt. Bist in unseren Krieg geraten und machst Frieden, der ewig hält. Es war noch nie so dunkel, nie so kalt, doch so bricht Gottes Gnade heiß in unsere kühle Welt. Liebe besiegt gewaltig die Gewalt. Wir feiern die Versöhnung zwischen Gott und seiner Welt. Schuldlos schuldig und verraten, hängst du zwischen Gott und Welt. In unseren Krieg geraten und machst Frieden, der ewig hält. Während meiner Armeezeit, da war ich jeden Sonntag in einer kleinen freien Gemeinde
zum Gottesdienst, wenn es ging. Und dort stand über dem Altartisch ein Spruch an der Wand: Lasst euch versöhnen mit Gott. Und in dieser Zeit damals, die war nicht unbedingt die einfachste in meinem Leben, da wuchs dann der Wunsch und der Gedanke, genau das zu meinem Beruf zu machen. Den anderen zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist die Chance, die wir haben, durch das, was Jesus für uns getan hat. Lasst uns beten. Und ich werde für die Gebetsanliegen Kerzen entzünden. Ich lade Sie ein, mitzubeten und auch zu Hause für die Dinge, die Sie Gott sagen möchten, eine Kerze zu entzünden. Herr, unser Gott, am Kreuz sehen wir, welche tiefen, dunklen, finsteren Möglichkeiten in uns Menschen stecken. Wir sehen, wie weit wir gehen und wie wir anderen Schmerzen zufügen können. Wir beten zu dir für alle Menschen, die Opfer geworden sind von Gewalt, von Ausgrenzung, von bösen menschlichen Handlungen. Und wir beten zu dir auch für alle Täter. Du hast Vergebung am Kreuz bewirkt und du hast um Vergebung gebeten. So bitten wir für alle Menschen, die Opfer geworden sind und für alle, die zu Tätern wurden. Wir beten zu dir für die Menschen, auf denen in besonderer Weise Verantwortung liegt. Die Menschen damals mit Verantwortung, der Pilatus und die anderen, sind ihrer Aufgabe nicht gerecht geworden. Sie hatten Angst, beugten sich dem Willen der Massen. Wir beten zu dir für alle, die Verantwortung tragen, dass sie die Verantwortung gebrauchen in Demut vor dir und im Bewusstsein, dass sie auch vor dir Rechenschaft ablegen müssen. Hilf, dass wir den Dienst derer, die Verantwortung haben, achten. Wir beten zu dir für uns als Kirche. Wir sollen Botschafter der Versöhnung sein. Lass es uns gelingen. Lass uns gelingen, dass wir eintreten für dein Wort, deine Gnade, dass es in unserem Leben deutlich wird und dass wir das, was wir ausrichten, gut sagen können, dass es ins Ziel kommt, dass Menschen die Botschaft annehmen können. Lass uns als deine Kirche Botschafter deiner Versöhnung und Botschafter deiner Ewigkeit sein. Herr, unser Gott, es gibt noch vieles, was wir dir sagen möchten. Vieles, was auf der Seele liegt. Private Anliegen oder Anliegen, die die ganze Welt betreffen. All das legen wir in das Gebet hinein, was Jesus uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Es segne und behüte euch Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Amen.